Jawohl, super. Hier, herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Diesmal aus Mainz. Ja, präsentiert vom SWR 3. Also deswegen sind wir auch in Mainz, weil hier sitzt ja auch der SWR. Ja, genau. Wir sind im Frankfurter Hof, wir spielen heute Abend hier. Hier, Gästebuch vom Frankfurter Hof. Wir lassen uns erstmal ein paar Sachen thematisieren. Das wird wieder sehr chaotisch heute. Es ist wahnsinnig viel passiert. Das ist der Wahnsinn, was heute passiert ist. Ander hat jetzt das Licht wieder angemacht. Kann man das ertragen? Weil eben, mach's doch mal aus, bitte. Dann, also, es sieht quasi unverändert, mit oder ohne Licht. Ja, mit ist halt ein bisschen, irgendwie sieht so wärmer ein bisschen aus. Oh, wow, geile. Das habt ihr jetzt gesehen beim YouTube, wow. Wie so ein Flash. Wow. Wow. Wie so ein... Wow. Das müsst ihr euch anschauen. Das ist wirklich, das ist ein bisschen so Paranormalität. Das ist praktisch auf der, ja, das Unerklärliche ist da draußen. Oder ja, irgendwie. Ja. So, wir sind hier im Frankfurter Hof. Deswegen hat jeder eine Flasche Zeltaswasser. Und ich weiß, es ist nicht buddhistisch, sich selbst zu erhöhen. Aber wir sind hier im Frankfurter Hof mit diesem Programm zum 5. Mal ausverkauft. So ist es. So, jetzt habe ich gesagt. Achtung. Und werde wegen dieser Selbsterhöhung, ja, was weiß ich, da werde ich halt nur ein Kamel. Ja, das also ist ich werde ja nicht nur, weil ich, wenn ich jetzt einmal gesagt habe, dass wir zum 5. Mal ausverkauft sind, werde ich ja nur. Aber deswegen, die Wahrheit ist ja nicht Erhöhung. Ja, oder meinst du, dass man das den Leuten auf die Backe drückt? Man drückt es den Leuten auf die Backe, was denn für ein toller Hecht ist. Ich war heute Mittag eine Pizza essen. Ja. Pizza Margherita. Nix drauf. Nicht mal extra Knoblauch. Ja, sag's. 15,90 Euro. Nein. Für eine Pizza 32 Schmack. Nein, sei still. Ich will das nicht 15,90 Euro für eine Pizza. Warum denn? Weiß ich nicht. Wo denn? Hier in der Stadt. In Mainz. Ja. Darf man ja sagen. Darf man sagen in Mainz. Aber ich sage, Ander, das... Also, 16 für eine Margherita. Ich wollte jetzt sagen, das glaube ich dir nicht. Du willst mich verarschen. Nein. Und gleich machst du April. Nein, war es nicht. Aber es ist ja noch nicht. Und ich komme ja eigentlich nur drauf, weil ich wieder mal den Hydrogencarbonat-Spiegel des Wassers kontrolliert habe. Ja. Und dieses Wasser, was sie da verkauft haben, so, ach, ganz toll, Aqua, irgendwas, keine Ahnung, ja. So blaue Flasche. 22 Milligramm Hydrogencarbonat. Ja, das ist eine Riesenverarschung. Ihr kennt doch alle den Patrick Lindner, so Schlagersänger. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich auf den komme. Wir waren jedenfalls gestern in einem Hotel. Ja. Ach so. Wir waren in einem Hotel. Du hast es aber in die Story geschrieben, ne? Ja, ich habe eine Story gemacht bei uns auf der Instagram-Seite, die Story. Ne? Wir sind folgt uns auf Instagram. Ja, wir sind ja richtige... Ja, im Grunde sind wir richtige Social-Media-Profis mittlerweile geworden. Social-Media-Nutten. Social-Media-Nutten und mit so Planungstools machen wir ja jetzt. Ach, haben wir alles schon erzählt. Da waren übrigens, da war ein Pieper drauf, weil das Planungstool hast du mit Namen genannt. Und deswegen weiß ich ja auch, dass du es gesagt hast. Ich habe gepiepst worden. Mir ist der Name rausgerutscht. Ja. Trotzdem macht es voll Spaß. Also, jedenfalls, ich musste eine Story machen, weil in diesem Kühlschrank von dem Hotel, wo wir den Namen jetzt nicht sagen, haben zwei Flaschen Wasser gestanden. 0,5 Liter Wasserflaschen. Und die haben jeweils 6 Euro gekostet. Ich glaube, Leute, ihr habt doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Das kann mir doch keiner erzählen. Zumal unten wir wissen doch, was eine Flasche Wasser kostet. Ja, und an der Bar war ja das große Wasser, hat irgendwie 2,50 gekostet. Ja, also total inkonsequent. Voll. Also das ist die Leute abgezogen. Da hast du nachts Durst und dann denkst du, ach, jetzt ein Wasser, zack, katsching, 6 Euro wieder weg. Nee, ja, aber es war total cool. Wir waren ja gestern in Leverkusen. Genau. Und haben die Skala gespielt in Leverkusen. Und unser wirklich sehr, sehr cooler und netter Kollege Olaf Schubert war auch in Leverkusen. Wir waren im gleichen Hotel. Also ich finde, man könnte fast sagen, dass man sich freundschaftlich verbunden ist. Ist so. Also das ist wirklich, das ist echt eine coole Sau. Ja. Schwer gelacht, bis um 3 Uhr, glaube ich, haben wir gezecht. Ich habe, glaube ich, eine Stunde vor dir oder eine halbe habe ich die Reißleine. Ich habe von oben nur noch gerufen. Stimmt. Das ist ganz cool gemacht, dieses Hotel, wo wir den Namen nicht sagen. Es ist Stadion von Leverkusen. Also eigentlich ist es ja ziemlich außergewöhnlich. Ne, mit diesen... Die Zimmer sind also offen. Nein, die Zimmer sind nicht offen. Der Gang vor den Zimmern. Das ist nur ein Gang und dann geht's runter. Man sieht die Form vom Stadion außen noch. Also man sieht. Und das Geile, das fand ich an meinem Zimmer geil, weil ich habe direkt auf die A3 geguckt. Ja. Es war der Hammer. Da war richtig was los. Ich habe versucht, die Autos zu zählen. Ich
Kann ja nur bis 13. Aber es war sehr schön. Wir haben in der Bar noch gesessen. Die haben dann zwar um 12 Uhr gesagt Schluss, aber haben uns noch ein relativ großzügiges letzte Runde gemacht. Genau, und dann haben wir ja noch aus dem Getränkeautomaten und Bier. Aus dem Getränkeautomaten, das war eiskalt. Das war super. Das war, ich dachte, da kommt jetzt so eine Plörre. Das war so eine, super. So, und dementsprechend, heute ging es früh los. Der Olaf hat uns ja quasi ausgelacht als Streber bezeichnet, Streber. Weil um 9:30 war die Firma Mundstuhl schon wieder zur Weiterfahrt verabredet. Denn es ist ja so, weil wir heute ja in Heimatnähe spielen, fahren wir auch nach Hause und deswegen haben wir kein Hotel hier in Mainz und deswegen sind wir relativ früh, damit wir noch wenigstens eine halbe Stunde daheim hat und nicht nur einfach irgendwie dann sich die Beine in den Bauch stehen in Mainz. Genau. So. Und das war jedenfalls gestern Abend sehr lustig. Machen wir eins nach dem anderen. Genau. Bisschen heftiger Tag heute, deswegen entschuldigt auch, wir sind vielleicht so ein bisschen fahrig, konfus. Ja, ja. Also wir, Fakt ist, es war 10 Abfahrt beschlossen und auch verabredet. Mhm. Und um 9:55 klingelt mein Telefon. Ich schlag halt noch im Bett. Der Lars war am Telefon und sagt, Anne, wir wollten losfahren. Ich okay. Keine Zähne geputzt, einfach los. Ja, so dann bin ich natürlich gefahren, was ja nur fair ist. Also ich meine, wenn man zumindest schon mal eine Dreiviertelstunde wach ist, ist ja schöner, als wenn man erst 5 Minuten wach ist. Jedenfalls, wir irgendwie noch von gestern so und haben da auch, wir haben gebabbelt und ja, haben Musik gehört und so weiter. Und du hast ja heute auch noch echtes Programm gehabt. Du hattest ja daneben, du hattest ja wirklich heute noch ein bisschen was in den Tag gepackt. Deswegen, im Grunde habe ich ja mal gedrängt, dass wir um 9:30 los, weil ich war noch mit meinem Vater zum Mittagessen verabredet. Dann musste ich noch packen, weil ich fahre jetzt irgendwie busy weg und so weiter. Genau. Also, und es war halt auch Ferienbeginn in Hessen. Anstrengender Verkehr. So, also Wahnsinn. Das kam alles zusammen, was wohl dazu führte, ist es eigentlich, wenn wir das erzählen, also das darf einem doch passieren, ich wird doch natürlich da jetzt nicht angezeigt, oder? Anzeige ist raus, ja. Jedenfalls, es kam etwas dann, wie es kommen musste. Ja, was eigentlich ja Quatsch ist, weil das ist, mir ist das einmal im Leben bisher passiert. Mir ist es auch nur einmal oder passiert. Oder zweimal. Mir ist einmal passiert. Mir ist es einmal und es ist wirklich 30 Jahre her bald. Naja, das stimmt nicht, 20 Jahre, stimmt. 20 Jahre ist mir in Australien übrigens passiert mit dem Camper. Das war ein bisschen scheiße, weil das war eben nichts. Jedenfalls ist uns der Sprit ausgegangen. Ja, das auf stimmt. Der A3, ich dachte, Elsterberg, bergab, Gott sei Dank. Bergab, Gott sei Dank. Ich so, was ist denn mit dem Auto? Das reagiert nicht mehr. Ja, und dann habe ich es gesehen. Reichweite 0. Ja, kein Sprit mehr. Kein leer nichts, gefahren. Nichts. Und vorne so kleines Lämpchen. Das Auto, das redet die ganze Zeit erkennt mit einer Müdigkeit. Müdigkeit erkannt. Kein Ring gemacht. Ja. Einfach das Auto leer gefahren. Ja, ich so. Meine, man darf jetzt nicht die Schuld, das kann ich ja nicht leiden, wenn Leute Schuld nicht eingestehen können. Natürlich muss der Fahrer, ist die Verantwortung des Fahrers zu gucken, dass aber es war irgendwie ein Gebabbel und ein Stau. Ja, noch gar nicht dran gedacht, noch ein bisschen Hangover von gestern, ja. Und so ein bisschen halt alles. So, und dann kam, also dann ging es ordentlich nach unten, also wir sind bestimmt noch 3 Kilometer gerollt. Ne? Ja, auch mit der, also weil es war ja eh so ein bisschen zähfließend, da ging es. Da ging es tatsächlich sogar. Und in der Talsenke hat dann das Auto gestoppt. Genau. Haben wir es gestoppt? Talsenke im Grunde kurz hinter einer Brücke. Ja. Denn es war ja, nebendran ist ja die ICE-Trasse. Genau. Die auch eine Brücke ist. Ja. So, da gestanden. Scheiße. Was machen wir jetzt? ADAC. Erstmal, okay, ADAC. Ich bin da ja Mitglied in dem Verein und ich... Es gibt auch noch Hashtag AVD. Werbung. Ach ja, jedenfalls. Aber das darf man doch sagen. Ja. Ja, es ist, die helfen halt auch. Das also ja. Die anderen bestimmt auch. Aber also, man ist, ja. Es gibt da noch einige. Ja, genau. AVD gibt es. Ja, genau. Der FDFC oder ja, der FSV Frankfurt gibt es. Ja, genau. Jedenfalls angerufen. Ja, Warteschleife. Ihr Anruf wird dann durchgestellt irgendwie. Sie sind im Moment Anrufer Nummer 6 und so weiter. Kann man halt nichts machen. Und man weiß ja auch, wenn man dann jemand erwischt, ich meine, die sind ja nicht die sind nicht automatisch in der Viertelstunde dann da. Nein. Das kann auch mal 1,5 Stunden dauern. Und ist ja, ich meine, wenn die zu tun haben, da ist einer nach dem anderen, kommt dann dran. Und es ist halt ja auch Ferienbeginn gewesen. Ja. Also die haben auch ein bisschen was zu tun gehabt, so, nehme ich an. Dann wir auf Google Maps, Hashtag Werbung, geschaut. Wo ist denn hier eine Tankstelle? Naja. Jedenfalls, ich werde es auch posten. Ich poste das einfach.
postet es am Sonntag, wenn ihr diesen Podcast hört. Ja, ja, oder seht. Das ist ja der Ostersonntag. Das ist der Ostersonntag. Ach, fröhliche Ostern. Fröhliche Ostern, dicke Eier. Frohe Ostern. Der Ostern mit den Eiern spielt an Weihnachten die Bescherung. So sieht es nämlich aus. So, so witzig. Das ist Ostersonntag. Ja. Und was gäbe es Schöneres als am Ostersonntag? Ich werde das posten und zwar, man muss es ein bisschen beschleunigen. Ich bin dann losgelatscht. Über diese Autobahn irgendwie daneben, Runne, da führten Treppen nach unten, kam ein ICE, kam auch noch vorbei, Meter neben meinem Kopf, runtergelaufen, da war so eine Straße und dann waren tatsächlich, waren es vielleicht 8 Minuten zu Fuß zu einer mini kleinen Tankstelle. Ja. Dann habe ich da einen Kanister gekauft, voll gemacht, bin wieder zurückgelaufen. Ja, und jetzt kennt man ja noch die schlimmen Geschichten von, alles ist ein Hashtag Werbung Diesel. Oder? Ja. Darf man die Benzin und Diesel ist... Darf man sagen, darf man, glaube ich. Ja, ja. Also ist in dem Moment günstigste Preisstoff, Treibstoff, ja. Den es an der Tankstelle gibt im Moment jedenfalls. Aber und dann gibt es ja diese Geschichten, dass man den dann entlüften muss, wenn man leer das gefahren hat. Auch und so. Ja, das war früher so. Aber 5 Liter rein, rumgedreht, Kiste 10. angesprungen. 10. War 10 Liter, ja. Also ich habe 9,5 Liter reingetankt. Und dann kann man mit 10 Litern kann man dann irgendwie 120 Kilometer fahren, oder? Das hat er uns so, hat er das gesagt, ja. Also 120 Kilometer kosten dann 17 Euro, oder was? Das ist wahrscheinlich, ja. Ja, aber die Tankstellenfachverkäuferin war sehr nett. Was ist mit Ihnen los? Was brauchen Sie denn? War total neugierig. Ja, klar. Sind Sie, ja. Und da habe ich halt gesagt, naja, wir stehen oben an der Autobahn, ich laufe da jetzt wieder hoch. Aber es war, im Endeffekt haben wir uns natürlich kaputt gelacht. Es hat uns im Endeffekt 20 Minuten, 25 vielleicht. Ja, halbe Stunde max. Also mit allem so. Da aber erstmal rutscht einem das Herz in die Hose und man denkt, scheiße. Der ganze Tag geht erstmal an einem vorbei und denkt, nicht. Das war das Erste, was ich gesagt habe, scheiße. Also als ich gesehen habe, der Sprit ist leer und wir rollen hier aus, ich sage, scheiße, der Tag, der wird jetzt ganz anders, als mir gedacht. Aber es war Gott sei Dank nicht so. Nee, es war nur busy anders war. Ja, ich war aber dann auch im Action-Modus. Also da muss ich mal sagen, das war ja wohl wie ich da. Hammer. Also los geht's. Ich habe mich da wirklich außerstande gesehen. Ich habe gedacht, er hat erzählt, anrufen, springen Sie uns 5 Liter Sprit, bitte. Ja, so war's. Und jetzt sind wir schon wieder hier. Mhm. Beim Lars hat offensichtlich alles geklappt, was er sich für den Tag vorgenommen hat. Bei mir auch. Und alles hervorragend. Du bist hier ein bisschen durch die Stadt gelaufen, hast den Schal gekauft. Ne? Genau, weil mir ist wirklich kalt geworden. Also es ist wirklich nochmal richtig. Gestern war es ja irgendwie 19 Grad und jetzt hat es wieder so 8 oder so. Ja. Und dann musste ich mir einen Schal kaufen für 3 Euro. Ja, das ist was. Und sowas ist dann wieder total billig. Ja, guck. Also da stimmt doch irgendwas nicht auf der Welt. Ich hätte mir 5 Schals kaufen können für eine Pizza Margarita. Und da frage ich euch, das kann man 5 Schals, die kannst du ja zusammennähen, hast du Decke. Bettdecke, ja. Für 15 Euro. Ja. Und für den gleichen Preis kriegt man eine Pizza. Aber die Pizza aber kannst du dir busy auf den Bauch legen, hast du busy einen warmen Bauch. Ja. Das war's. Da musst du busy warten. Also ganz am Anfang ist es zu heiß. Zu heiß noch, oder? Wenn du Tiefkühlpizza nimmst, ist es zu kalt. Das stimmt. Ja. Aber Tiefkühlpizza kostet die Margarita auch garantiert nicht 15 Euro. Das stimmt. Ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, Das habe ich im ganzen Leben noch nicht gehört. Eine Pizza Margarita 15 Euro, das ist ja teurer als in der Schweiz. Ich kann es wirklich nicht. Ich verstehe, natürlich, das war mitten in der Stadt und die müssen da Miete bezahlen und alles im grünen Bereich. Sage ich noch, okay. Aber 15 Euro für eine Pizza, das ist ein Wareneinsatz von 30 Cent. Und das ist nicht so. Und da war, mit so Blattgold. Nee. Aber es war das geil, fand ich. Also, weil deswegen habe ich auch die Margarita genommen, weil, also die Pizzas haben alle nicht viel Unterschied. Die waren dann. Eine mit Zeug drauf hat dann halt 16 gekostet. Dann, ja. Also dann 22, glaube ich, nehmen sie dann mit. Aber ich habe genommen, weil es stand mit Büffelmozzarella. Ja. Und da kam der Büffelmozzarella, das war normaler Käse, Gouda, halt Pizza-Käse. Ja. Und dann waren 4 ungefähr so große Stücke Büffelmozzarella drauf. 4 so kleine Stücke und Nein. Das war's. Ja, gut, aber so ein Laden, der kann sich auch nicht halten. Doch, seit 1970 steht da. Ach Gott, das ist ja der Wahnsinn. Also entweder haben die Leute, ist gereicht das Erinnerungsvermögen nicht weit genug zurück, um sich daran erinnern zu können, was noch vor einem halben Jahr eine Pizza gekostet hat. Ja. Und jetzt auf einmal
100% mehr. Die haben ja früher nicht 11 gekostet, die haben früher unter 10 gekostet und jetzt 16. Man darf ja nicht vergessen, ich meine, ich habe ja BWL studiert. Ja? Ne? Da gab es natürlich auch das Fach allgemeine BWL und das Fach VWL. Und das ist natürlich alles schon ein bisschen länger her, aber trotzdem so die wichtigsten Sachen, das ist ja auch nicht besonders schwer. Was wir halt hier haben, ist Inflation. Und zwar keine, jetzt sage ich mal, normale Inflation, wo halt dann denkst du bei einer normalen Inflation, denkst du, oh, vor 5 Jahren war die Butter ein bisschen billiger. Genau. So, das ist so normal. Ja? Jetzt sind wir in einem Bereich einer sehr heftigen Inflation. Das heißt, alles wird immer kontinuierlich immer teurer. Und so, dass man das also in sozusagen mit 7 Meilenstiefeln merkt, die Steigerung von danach ist die sogenannte galoppierende Inflation. Das ist dann eine Inflation, da kannst du dir an dem einen Tag für 10.000 Euro noch ein Brot kaufen und am nächsten Tag gibt es für 10.000 Euro nicht mal mehr ein Kaugummi. So, oder einen halben Liter Wasser im Hotel. Ja, genau. Also das ist, sagen wir mal, nee, du kannst dir da an einem Tag kannst du dir für 10.000 Euro noch, es muss ein bisschen mehr sein als ein Brot, sonst macht ihr das galoppierend. Das ist ja, da kannst du dir für 10.000 Euro noch ein Mofa kaufen, wenn ihr noch wisst, was Mofas sind. Und am nächsten Tag nur noch ein Brot. Brot, genau. So, das ist galoppierend. Und deswegen, ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt erzählt habe. Nein, aber wir haben halt eine krasse Information, eine krasse Inflation. Ja, aber die haben wir doch gar nicht. Das ist ja das, was ich nicht verstehe. Weil Treibstoff ist ja wieder grüner gegangen, Energie kostet nicht mehr so viel. Also der Peak ist ja überwunden. Aber es macht sich halt durch diese Preissteigerung macht sich ja eine Inflation bemerkbar. Ja, natürlich, aber das findet ja praktisch nur in Kneipen statt, die Preissteigerung. Also weil im Supermarkt ist alles ganz normal. Also der Warenwert, wirklich? So habe ich den Eindruck, ja. Gut, ein Kasten Wasser kostet mittlerweile 8 statt 6. Ja, das ist also ja auch ein Drittel teurer. Auch, dass das auch so alles teurer wird eigentlich, ja. Und dann kommen wir noch zu dem wunderbaren Begriff hier im Wirtschaftswissenschafts-Podcast. Von und mit Mundstuhl. Präsentiert im Kommen wir mal, weil so viele gefragt haben zu dem Begriff Lohnpreisspirale. Ja, weil so viele gefragt haben. Ja, es haben viele gefragt, was ist denn da mit dieser Lohnpreisspirale? Nur ist es ja so, wir haben ja die ganze Zeit hier bei der Bahn haben sie ständig gestreikt und quasi die ganze Republik erpresst und keiner kommt mehr von A nach B. Ja? Also steht es anders. Ich habe dann ein Update, also Streik ist wichtig. Ist wichtig und das war jetzt auch von mir so ein bisschen lapidar dahergeredet. Ja, Streik, gut, dass es das Streikrecht gibt. Aber so, das Lohnpreisspirale bedeutet Folgendes. Die Leute wollen mehr Geld. Ich mache es jetzt mal ganz allgemein, ohne Bahn jetzt dazu erwähnen. Ja. Die Leute wollen mehr Geld, mehr Geld. Protestieren, sagen das und streiken am Ende. Die Betriebe müssen irgendwann sagen, ach gut, ja, so habt ihr halt mehr Geld. Hier habt ihr mehr Geld. Was dann die Betriebe natürlich, dadurch kommt es zu einer Gewinnreduzierung. Das wollen die Betriebe nicht, erhöhen die Preise auf die Produkte, die hergestellt werden von dem Betrieb. Und das nennt man die Lohnpreisspirale. Verstehe ich. Leuchtet als super auch erklärt. Das heißt, immer wenn der Lohn steigt, wird sowieso dann auch wieder alles teurer. Und deswegen muss dann ja wieder der Lohn steigen. Und deswegen ist es diese Spirale. Verstehe. Weil die Leute irgendwann sagen, scheiße, jetzt habt ihr ja die Produkte teuer gemacht, dann langt der Lohn ja gar nicht mehr wieder. Ja. Dann langt so. Und dann gibt es aber dann Betriebe wie die Lufthansa, die ja das beste Ergebnis seit ihrem Ding und bei den Leuten kein Geld mehr geben wollen. Ja. Das gibt es ja dann auch wieder. Ja, ja. Aber Fliegen ist ja eh blöd. Fliegen ist für den CO2-Abdruck. Also ich finde Fliegen super. Ich sag dir ganz ehrlich, ich finde so viel Fliegen und ständig und von Hamburg nach Berlin und so weiter. Das ist ja Quatsch. Aber ganz ehrlich, wenn man irgendwo hin möchte, wenn es alle 2 Jahre ist und was halt wirklich richtig weit weg ist, oh jetzt Thailand, Neuseeland, und ich meine, da muss man halt fliegen, oder? Man sagt, man verzichtet da drauf. Ja, und das ist ja keine Option. Och, ich hätte auch... Ja, weil du schon mal da warst. Nee, also findest du ehrlich? Also ich hätte ja schon ganz schön, man kann ja schon ganz schön toll in Europa... aber in Thailand am Strand zu sitzen, Curry zu essen, ist schon auch geil. Ja, das stimmt. Also, ich sag nur, ich wäre nicht totunglücklich, wenn ich nie wieder fliegen dürfte. Wäre ich nicht totunglücklich, würde mir was anderes ausdenken. Auf jeden Fall, ne? Das ist halt klar. Man kann ja auch in Portugal Pizza. Gibt's ja auch. Also Thai-Imbisse in Portugal. Ja, und wenn man in Portugal ist, sieht's ja fast da aus kostet die Pizza
die original portugiesische, das, ja. Die kostet nicht 15 Euro. Kannst du vergessen. Ne? Ja, und dann sind wir ja weitergelaufen. Also ich bin ja hier lang gelaufen, dann gab es da so eine Stehpizzeria, da hat sie ganz normal die teuerste Pizza 8 Euro. Ich hätte mir einen Arsch bei. Mir war der Hals zu kurz, um mir selber in den Arsch zu beißen. Ja. 16, 15 Euro für Pizza Margherita. 4, so. Ja, also das war, ja. Man müsste normal, müsste man den Laden ja auch nennen. Können wir natürlich nicht machen. Nein, machen wir auch nicht. Ich wüsste auch gar nicht mehr, wie da irgendwas. Aber das heißt es ja. Da irgendwie. Ja, da ja. Irgendwas, ja. Und da haben sie schön uns mir die Nase aufgesetzt. Also das war nix. Naja, aber man muss ja was essen. Ja. Die Rosie hat heute Geburtstag, wollte ich nur sagen. Ich habe auch was gepostet. Ne? Ich habe ein Foto von der Rosie, die hat nämlich heute von mir in Knochen bekommen. Ja. Da gab es ganz süßes Foto mit ihrem Knochen, ganz glücklich, und habe ich einfach mal gepostet. Weißt du, ja, wichtig für die Leute, also auch so ein bisschen privat, die, nicht nur den Künstler, nicht nur den Star, ja, sondern auch den Menschen dahinter. Auch den Menschen dahinter, der ja Gefühle hat. Unbedingt. Und auch Bedürfnisse. Ja. Gefühle, Bedürfnisse, auch mal nicht gut drauf ist. Mal klar. Das ist ja der Clown der Clown. War immer lustig anzuschauen. Ja, Heinz Rühmann, Gott hab ihn selig. Ja, Heinz Rühmann. Später das Lied nochmal aufgelegt von Pierre Brice, Gott hab ihn selig. Ja. Pierre Brice, das war so geil. Der hat ja dann echt auch nicht mehr alle Latten am Zaun gehabt. Ne? Ist das so? Ja, der hat sich ja für Winnetou gehalten dann zum Schluss. Das war so ein bisschen wie der Johnny Weissmüller, der dann ja auch so sich Lianen in seine Villa hat hängen lassen und hat da den Tarzan gegeben. Ja. Und so war der Pierre Brice auch drauf. Ach, das wusste ich nicht. Doch, der Pierre hat echt dann nicht mehr alle Lampen am Zaun. Ja, der war wirklich, der hat das dann irgendwann geglaubt mit so auch so Indianer und so. Darf man Indianer überhaupt noch sagen oder sind das mittlerweile American Natives? Das garantiert darf man Indianer nicht sagen. Also das, was man sagen darf, weiß ich natürlich nicht. Aber ich darf man Deutscher noch sagen? Also irgendwie, ja, dass man Deutscher ist? Also, ja, das geht noch. Also, klar. Wer soll sich da auch beschweren? Wenn ich selber zu mir Deutscher sage, kann sich ja keiner sagen, ich soll mich jetzt auch noch über mich aufregen. Ja. So weit geht's nicht. Ja, genau. So. Aber wir sitzen im Frankfurter Hof, es ist ja praktisch unser Backstage. Unser Wohnzimmer. Ist wirklich, also hier, das macht einen Spaß und heute bis auf den letzten Platz ausverkauft. So geil. Das ist wirklich unglaublich. Voll der Hammer. Und deswegen machen wir den Podcast jetzt auch. Ja. Weil wir gesagt haben, weißt du eigentlich, dass wir das erste Mal, also mit dem Programm, glaube ich, das erste Mal gespielt haben, da hatte ich noch die Baustelle zu Hause, da habe ich mein Duschzeug mitgebracht und habe hier geduscht, kannst du dich erinnern? Ja, aber ich kann mich daran erinnern, dass du mal Sachen mitgebracht hast, um hier zu duschen. Ich hatte aber geglaubt, dass der reine Geiz wäre, um eigenes Wasser und Heizkosten zu sparen für warmes Wasser. Ja, klar. Also das habe ich gedacht. So war es nicht. Ich hätte jetzt nicht sagen können, wann das war, ob das vor 1, 2 oder 3 Jahren, aber ich erinnere mich, dass du hier... Müsste es 15, 16, 17 Monate her sein. Ausgiebig geduscht hast. Ja. Ne? Also endlich mal. Ja. Endlich mal wieder geduscht. Und ja. Auch mal wieder die Wasserspülung betätigt vom Klo. Ja. Da spare ich ja auch viel Geld. Kann man ja auch. Kann man. Ja, du musst ja nicht mehr spülen. Nee. Ich war in Kalifornien in so einem Hostel mal und da war ein offizielles Schild in den Toiletten: if it's yellow, let it mellow, if it's brown, flush it down. Das war die offizielle Ansage der Hostelleitung. Gut, dann spart man Wasser. Ja. Ne? Das ist gut. Ja. Das ist ein super Spruch. Den finde ich so, nennt heißt die neue Tour. Also freilaufende Eier finden wir beide echt spitze. Danke für den Tipp. Freilaufende Eier ist so bescheuert. Ja, es ist wirklich geil bescheuert. Und ich habe auch bisher bei allen, jedem, dem wir es erzählt haben, der hat auch gelacht. Schreib doch mal was dazu. Ich habe ein bisschen, wenn man dann 3 Jahre ein Plakat mit freilaufende Eier. Und vorher waren es, das wird ja, von uns wird es ja so sein, das hier ist ja intern die Nüsse-Tour. Das ist ja nicht die, hey, wir sind gerade auf kann Spuren von Nüssen enthalten Tour, wenn wir reden, sondern ach, die Nüsse geht weiter. So. Ja, also klar. Nicht, dass wir das ständig sagen. Ne? Hey, oh Gott, die Nüsse geht weiter. Und das wäre ja dann die Eiertour. Und es hat halt auch diese, zu nah. Ich meine, jeder weiß ja auch, was mit Nüssen gemeint ist. Das ist mir zu nah dran im Grunde. Das ist dann praktisch auch wie eine... Obwohl es sehr gut ist. Ich will es noch gar nicht abwählen. Nee, abgewählt ist es noch nicht. Ich habe
ChatGPT, ja. Also ich habe das nicht, aber jemand anders. Ist das eine App eigentlich oder was? Weiß ich nicht. Okay. Ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube, es ist eine Anwendung. Sag bloß, du hast dein ich habe auch meinen Flugmodus nicht an. Ich Gott sei Dank. Aber es ist ja nichts passiert. Nein, noch nicht, ist nichts passiert. Aber ich habe ChatGPT gefragt, warte mal, was, wie der Infotext heißen könnte, das ist echt so Wahnsinn, zu dem freilaufende Eier. Also du gibst ja bei ChatGPT, gibst du ja richtig, mit dem redest du ja erstmal. Es ist nicht so, wie wenn du Sprachsuche machst bei der Suchmaschine und sagst dann sowas wie, keine Ahnung, Mundstuhl, Auftritte 2024 und dann kommt dann ein Ergebnis, wenn du das ChatGPT eingibst, babbelst du, wie dir der Mund gewachsen ist, babbelst da eine halbe Stunde rein, also es gibt einen Comedy Act, der heißt Mundstuhl oder der Comedy Act Mundstuhl aus Deutschland, möchte ein neues Programm machen, das soll freilaufende Eier heißen, was könnte man dann, was fällt denn dazu ein, was ist das gut und so weiter. Und ChatGPT hat geschrieben, also, ist wirklich lustig, also das ist so, lustig ist auch ein bisschen, ja, also, folgendes. Wie wäre es mit einem Plakat, das zwei freilaufende Eier zeigt, die jeweils die Gesichter der Mundstuhlmitglieder tragen, mit übertriebenen Grimassen und lustigen Accessoires? Der Hintergrund könnte voller verrückter Elemente sein, wie explodierende Gegenstände, fliegende Tiere oder wilde Farben, die den humorvollen und abenteuerlichen Stil von Mundstuhl widerspiegeln. Der Slogan könnte etwas sein wie freilaufende Eier, die wildeste Comedy-Show des Jahres, kein Witz zu absurd, keine Pointe zu gewagt. So machen wir. Haben wir als Info schon, einfach so auch. Ja, einfach so, ja. Und was ja lustig ist, irgendwie finde ich es ganz lustig, also ChatGPT kennt uns ja. Ne? Also der gewagte Stil oder die... So irgendwie. Also ich find's beängstigend. Beängstigend. Ja. Und wenn du jetzt ChatGPT sagst, yeah, das Letzte, was du da, das war super, aber wir brauchen ein bisschen längeres Info, schreib nochmal was, dann wird da stehen und seit 25 Jahren und super Comedy-Duo. Ich habe übrigens die Kritik ernst genommen. Bist du kritisiert worden schon? Ich bin kritisiert worden als Boomer. Aha. Babyboomer, oder? Ich glaube, dass es daher kommt. Nein, Boomer. Lass uns kurz mal darüber sprechen, in den Papierkorb. Boomer ist ja ein Schimpfwort von sehr jungen Menschen, die alle älteren Menschen als Boomer bezeichnen. Boomer zeichnen sich dadurch aus, dass sie halt jetzt gar nicht so woke und nicht ständig gendern. Ja. Das sind dann so typischer Boomer-Humor. Ist so dann, wenn... Ah, okay. Ja. Kann man was abqualifizieren, sozusagen. Genau, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, wenn einer da vielleicht gerade zuhört, der gerne so Boomer als Schimpfwort für ältere Menschen, die man ausgrenzt und so irgendwie benutzt, ich finde das das klingt doch spitze, genau. Das Wort Boomer. Ich bin gerne Boomer. Ich auch. Boomer. Weil es einfach, es klingt doch super. Das ist so fast so busy wie Superman. Das hat Boom gemacht. Boom-Man. Ja, The Boomer-Man. Boomer-Man. Boomer-Boys. The Boomer-Boys. The Fabulous Boomer-Boys. Ja, aber das ist ja das Tolle. Das finde ich das Schöne, auch an diesen Menschen, die du gerade beschrieben hast, dass sie fordern für sich halt unendlich viel Respekt ein und die Welt ist bunt, aber es qualifizieren halt alle anderen irgendwie ab, die nicht ihre Couleur sind. Das ist eine Sache, die ich, weißt du, das ist für mich mit zweierlei Maß gemessen. Das ist eine Sache, die ich einfach nicht leiden kann. Alte, weise Männer sind da halt wirklich das ultimative Hassobjekt. Das gab und die darf man halt auch echt fertig machen. Da darf man drauf hauen. Da bin ich froh. Mein Kreuz ist breit genug. Ja, außerdem bringt uns das einfach ganz viel Publikum, weil ganz viele Leute da einfach gar keinen Bock drauf haben. Ne? Ja, natürlich nicht. So. Ja, aber hervorragend. Wie spät ist es denn? Nein, ich rast aus. Wir dürfen es ja nicht mehr sagen, aber ihr könnt es ja selber sehen. Aber das kommt mir jetzt nicht vor. Es kommt mir vor wie 5 Minuten, die wir jetzt gesprochen haben. Die Zeit rast. So, weil wie bin ich denn überhaupt? Darauf gekommen bin ich, weil jemand geschrieben hat. Der Boomer? Ich wäre ein Boomer, ja. Weil ich habe ja ein neues Handy, das wisst ihr ja. Ne? Habe ich ja schon erzählt.
Und weil ich ja eine Klapphülle hatte. Ja. Hat einer geschrieben, allerdings nett gemeint, hier, oh, voll die Boomerhülle. Klapphüllen sind wohl ja. Was für ältere Leute. Okay, ja? Verstehe. Und deswegen und, ne? Aber ich muss sagen, er hatte recht, weil mich hat diese Klapphülle nach nur 3 bis 4 Tagen so genervt. Also dann immer nicht aufmachen, dann baumelst du da rum, dann hat man das Handy nicht so richtig. Also ich bin Boomer ja, und ich habe ja. Ein Klapphandy. Aber ja. Eine Klapphülle. Klapphülle meine ich ja. Ja. Klapphandy nicht. Aber ich mag die, also die so wie ein Buch aufgehen nicht, ja. Weil dieses Ding, Freisprech, Einrichtung ja. Und dann habe ich 2 Hände frei und kann mit den Leuten quatschen. Ja, ja. Also deswegen finde ich es geil. Lautsprecher ja, das stimmt, an das stimmt. Und dann kann ich spülen oder kann mir einen Kaffee kochen oder keine Ahnung, was man halt mit 2 Händen. Ich habe mir jetzt jedenfalls, damit ich kein Boomer bin oder noch ein bisschen Zeit spare, bis ich richtiger Boomer bin, habe ich mir so eine ganz normale Hülle und keine Klapphülle gekauft. Das ist gut. Ja, weil, nee, aber gesagt, auch mit Panzerband. Panzerglas muss schon sein. Muss schon sein, allein wegen des Wortes Panzer. Hier, ja, genau. Panzer. Wegen dem Panzer. Wort sagt man doch eigentlich. Wegen dem Wort. Wegen dem Wort. Ja. Genau, ich wollte es nur richtig gesagt haben. So, jetzt. Und jetzt. Und da hat die Gesichtserkennung gelassen. Ich habe alles gemacht. Habe ich das erzählt, Leute? Habe ich das erzählt? Das war so gruselig. Ich habe auf einmal gedacht, ich bin jetzt so. Ich finde übrigens, dass wir mit diesem weißen Licht hier wirklich echt ungesund aussehen. Komm mal. Boah. Das sehen wir genauso. Noch ungesunder. Ja, finde ich auch. Mach nochmal den Atomschlag. Boah. Der jetzt blitzt jetzt bei uns. Also ich finde, das ist wirklich gefährlich für Leute. Die fotosensible Epilepsie haben, so wie ja. Die PlayStation. Ja, da wird also ja. Spielstationen, ja. Wo man Spiele, Videospiele, gibt auch noch Nintendo und alles. Alle das. Möglichen Sachen, also PlayStationen. Ja, ja. Hast du, ja. Hattest du mal eine so eine Spielekonsole, so eine alte, so Sega oder sowas? Gibt's ja heute nicht mehr. Ja, ja. Was hatte ich denn? Warte mal. Also ich hatte jedenfalls, das kann man jetzt wirklich sagen, weil es gibt es wirklich nicht mehr, das Spiel, was man da spielen konnte, das war doch in der Promenade, da gab es einen Flipper drauf und dann gab es Earthworm Jim. Geil. Das war mein Lieblingsspiel. Ja, ja. Earthworm Jim hatte, das müsst ihr euch mal vorstellen, der Earthworm Jim hatte ja einen Roboteranzug gefunden und war dann, obwohl er ein Regenwurm war, mit diesem Roboteranzug unterwegs und hatte ein Maschinengewehr. Das war einfach das Coolste. Also ich würde, wenn es das noch gäbe, würde ich heute noch Earthworm Jim spielen. Das war mein Lieblingsspiel. Ich bin aber nicht weit gekommen. Es war dann ganz schön schwer, weil der konnte sich selbst so als Lasso benutzen. Ja, geil. Mit einem eigenen ja. Arm, sich selbst ja. Als Regenwurm. Ja. Und dann war auch der Anzug kurz weg. Und dann konnte er sich so schwingen. Und ja, und das wurde relativ schnell, relativ schwer, ja. Der Earthworm Jim. Also, und dann hatte ich noch Ghosts and Ghouls. Das war so, ein, da bist du ganz pilzig. Also wirklich noch die Zeit ja. So. So. Ja. Ja, wenn wie Mario Brothers oder irgend sowas, ja. So ganz verpixelt und so. Ich habe, was ich nicht wusste, ist Tetris. Na, kennt jeder noch. Ja. Tetris da mit den Blöcken. Das wird ja irgendwann so schnell, dass du es nicht mehr packen kannst. Also das ja. Ist, das kann man nicht durchspielen. Geht halt. Aber es gibt doch so Weltmeister. Ja, ja, und da hat jetzt so ein 13-Jähriger, ich habe es in der Zeitung gelesen, hat die höchste Stufe erreicht. Da war noch nie einer, ich glaube 14 oder... Also oder. Ist es tatsächlich so, du kannst im Endeffekt Tetris nicht gewinnen. Nee, du kannst nicht durchspielen. Es wird immer schwerer, immer schwerer, immer schwerer. Und irgendwann ist es so schwer, dass es halt kein Mensch mehr packen kann irgendwie. Also ja. So habe ich es verstanden. Ja, redet, ja. Wie er es versteht, halt dann doch. Was ich bei der Einrichtung von meinem ganzen neuen Kram, also Smartphone und Tablet, die synchronisieren, jedenfalls... 1 Megabyte, das finde ich halt das, krass. Und das war halt erstens mal, das war ja mein der ausschlaggebende Punkt, dass ich die 6 Fotos, die ich auf dem anderen Smartphone hatte, ja, ich konnte ja kein Foto mehr machen. Das ist das, ja. Ja, und war auch noch ein Film. Ja. Und da brauchte ich auf jeden Fall was, wo ein Gigabyte halt ja, ja. Dabei ist, dass ich diese 6 Fotos rüber habe. Ach, Gigabyte, stimmt, das war kein Megabyte. Giga. Nee, 1 Gigabyte habe ich ja jetzt. Ja, Megabyte wär mir zu wenig. Wenig ist ja. Aber mit dem Gigabyte, da kannst du natürlich schon mal... Kriegst du nie voll, das wenn du mich schreibst. Kannst du gar nicht packen. Aber bei der Einrichtung, ich habe jetzt tatsächlich Gesichtserkennung gemacht, was ein bisschen bescheuert ist. Weil wenn ich mal an der Frisur habe oder habe die Haare so nach hinten oder sowas, erkennt er mich sofort, ne? Ziehe ich die Brille aus und Gesicht nicht erkannt. Aber was ich wirklich gruselig fand, und da habe ich kurz zur Zeit
eine kurze Zeit mich wie in so einem Agentenfilm gefühlt. Man kann dann einstellen, dass die Gesichtserkennung bei geschlossenen Augen nicht funktioniert. Also das bedeutet, wenn ich da erschosse, tot am Boden und jemand will die will ganzen aber, Codes... hast du schönes Schnippchen geschlagen, ja. Hast du das mit zuen Augen. Und dann kann ich mit zuen Augen, kann ich da gerade noch, ja, noch das Stinken aus zeigen. Aus dem Grab. Ja, ja, ja. Der erhobene Mittelfinger und sagt... So sieht's so aus. Ich fand es aber trotzdem, weißt du, was ich meine? Das ist schon ein bisschen gruselig, na, dass es angeboten wird, damit eben niemand dein Handy nimmt und dir, wenn du schläfst, ja, oder bewusstlos oder hält es dir vor die Fresse und hat dann dein Zugang zu deinem, kann was auch immer. Ja. Also was ich weiß nicht, ich glaube, das möchte ich nicht. Ach, wer weiß, was in 5 Jahren ist. Irgendwann gehe ich die ganzen Schritte sowieso mit, jetzt mit Gesichtserkennung und so weiter. Aber es gibt ja. Also ich habe in Thailand, gerade in so Geschäften, das habe ich eigentlich nicht sehr oft erlebt, dass da Leute mit Bargeld zahlen. Da hältst du dein Handy an so einen Scanner und dann wird das runtergebucht. Also, ja, aber das, also da also ich finde, wie gesagt, ich finde das ja auch alles legitim. Ich finde ja nicht, dass das scheiße ist. Ich finde nur, dass das Bargeld halt nach wie vor. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn Leute vor mir an der Kasse sind, im Supermarkt oder in der Tankstelle, wenn die irgendwie mit Karte oder Handy zahlen, das immer Problem ist, dauert ja immer länger, als wenn du mit Bargeld bezahlst. Habe ich denn, also vielleicht funktioniert es auch in anderen Ländern besser, aber hier ist es, ich finde das, also ich finde halt einfach, Bargeld ist halt, ist wirklich eine Art Freiheit, kann halt keiner kontrollieren, wofür ja du dein Geld ausgibst. Boomer, sag ich nur. Ja, ja, klar. Das ist boomermäßig. Das ist echt boomermäßig. Das ist richtig boomermäßig. Also wenn das boomermäßig ist, bin ich gern Boomer. Das ist garantiert boomermäßig. So auf so, ja, Geld, Klapphülle für ein Handy. Ich weiß ja, was damit, so oldschool halt. Ja, so, ja, ja. Weil Klapphandy ist noch sicherer. Ja, also klar. Ist halt, ich weiß, was du meinst. Dann bleibt es auf jeden Fall. Und Geld, wir wollen unser Geld. Haben ja wir immer gehabt. Klar, das ist, wie ist es, bewahrend, konservativ. Konservativ und es hat sich ja vor allen Dingen never change a running system. Es hat ja sich ja bewährt, Geld. Also wenn ist Internet, ein Argument. Wenn der Internetknoten durch einen Stromausfall oder was weiß ich platt ist, dann, ja, ist digitales Geld weg. Genau. Kannst du halt nichts mehr machen und mit Geld musst du tauschen. Und dann Geld stehst du da mit deinem Handy, was keinen Strom mehr hat, genau, und machst da vor dem und Scheiß-Scanner, aber ich habe noch Geld drauf. Ja, genau. Und die Kassiererin, ja, gib mir, ne, hier, ne, hier, ja. Ja, so so wird es noch kommen. Ach, na klar. Die Fleischereifachverkäuferin, ja, hier, nix, Geld her. Ja, 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 ja. Oder der Goldzahn raus. Rausgezogen. Ja, deswegen hast du ja. Deswegen habe ich Goldzähne, da kann ich das kurz. Ja, 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 für Mettwürstchen. Ja, klar. Ne? Ja. Wahnsinn. Das ist echt der Hammer. So, Hammer. Ostern, sehr schön. Ich habe gehört, es gibt jetzt, also das gab es doch früher auch nicht, gab 3 Wochen Osterferien. Es gibt jetzt 3 Wochen Osterferien. Das war doch früher 2. Es waren 2 Wochen Osterferien, klar. 2 Wochen Osterferien. Ja. Und jetzt, warum denn? Weil ich vielleicht. Wo knapsen sie denn die eine Woche ab? Ach, ich glaube, die Lehrer wollen noch weniger schaffen. Die Lehrer wollen der. Das glaube ich. Lehrer ist ja noch geiler als Komiker. Ja, ja. Also Komiker muss man ja, schafft man ja schon nichts. Ja, ja, ja. Alle, ne? Also, bis ich sich hingestellt ein paar Witze erzähle, kann doch wirklich jeder. Kann nicht jeder. Aber Lehre ist noch besser. Das ist geil. Es sind ja auch keine Ferien, die du hast, sondern es ist unterrichtsfreie Zeit. Ja. Also das gibt es einen anderen Begriff dafür. Ja. Die gehen ja auch nicht in Rente, sondern in Pension. Verbeamteter Lehrer ist schon stark. Ist stark. Ja, das wobei ich kenne Lehrer, muss ich auch sagen, kenne Lehrer, und die im Gegensatz zu Lehrern, die ich früher selber hatte, wo man gewusst hat, ey, nein, die ist nicht krank, die war auch noch krank. Ich kenne nur ziemlich engagierte Lehrer, muss ich, also jetzt ehrlich. Kumpels von dir. Ja, ja. Die Lehrer sind, die das wirklich ernst nehmen, ernst meinen und da einen Auftrag haben. Ich und hab das ist natürlich besser. Viel besser. Ich habe mittlerweile gelernt, dass Männer, die sich sehr viel Aftershave auftun, also auch Lehrer, jeder kennt das ja, da gibt es einen Lehrer, irgendeinen Mathelehrer, Deutschlehrer, der hat so im Parfüm gebadet. Ach, aber Gott, das sind gerne auch Trinker.
damit man den Alkohol nicht riecht, schütten sie so viel Eau de Toilette oder Aftershave über sich drüber. Ja, das merke ich mir mal. Ja, das ist ganz gut. Ne? Ja, ja. Oder? Das ist ein ganz guter Trick. Das finde ich auch. Das ist ein ganz guter Trick. Man stinkt ja halt dann. Ja. Also, das ist schon ein bisschen. Aber wir sind fertig. Ja, Wahnsinn. Was sollen wir sagen? Das war der Oster. Ein sehr lockerer Oster-Podcast, finde ich. Etwas und wir fahrig schicken euch in den Tag mit einem Urbi et Orbi. Ja, genau. Das machen wir. Das machen wir. Und ich poste jetzt, ihr könnt jetzt schauen bei Instagram, wie ich den Diesel geholt habe, weil der Tuck hat es von oben gefilmt, wie ich quasi die ICE-Trasse runtersteige. Genau. Das, das, machen, das könnt ihr jetzt euch anschauen. Also, bis dann. Macht's gut. Tschüss.